Ich habe diese Toilette tatsächlich schon seit 3 Wochen vorbereitet auf dem 2. Server. Baby! Ja! Ich krank in meine Toilette! Was war das? Das hat wirklich funktioniert. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir haben ja gestern quasi an dem Bruder hier gearbeitet, ja? Genau. Ich zeige euch mal was für die Leute, die gestern nicht dabei gewesen sind. Hier, guck mal hier, diese wunderschöne Höhle, Alter. So eine geile Höhle. So ein geiles Haus. So geil, Alter. Bro? Das hat er nicht wirklich gemacht. Die passt ja nicht mal dahin. Was soll das denn? Alter, was soll das denn? Was soll das denn, Digga? Das war Petrit, oder? Oh, Digga, was für ein ekliger... Das ist doch nicht dem sein Ernst. Was ist das denn für eine Scheiße? Ist der dumm? Hier ist sogar Scheiße drinne. Hey, Bro, die besteht komplett aus Wolle. Oh mein Gott, ich könnte hier eine perfekte TNT-Falle hinmachen. Also, die ist schon ziemlich hässlich so, dieses Klo. No front! Ich glaube, wenn ich... Ich mach das. Ich glaube, wenn der hier reingeht, mache ich da eine TNT-Falle hin. Und sobald der online ist, meine Freunde... Nee, wir zünden die nicht an. Wir zünden die nicht an. Wir zünden die nicht an. Dieser kleine hässliche Vogel. Ich habe noch einen gut bei ihm. Ich habe so... Ach du Scheiße. Baby! Ich komm hier rein. Digga, wir werden eine TNT-Falle hinmachen und sobald der online kommt, zünden wir das an. Wir bauen eine Schaltung, dass das hier hochgeht und hier alles sprengt. Und den Rest zünden wir an. Ich mach's auf jeden Fall kaputt. What the fuck? Der hat mein komplettes Haus abgefackelt und provoziert mich jetzt hier mit dieser scheiß Toilette, Digga. Hat Petrit irgendwas gesagt, wann er streamt? Er wird mein Haus zerstören. Nein, darf er nicht. Ich werde dann gebannt. Bullshit, Digga. Der hat mein komplettes Haus angezündet. Guck mal, wie scheiße die aussieht, Alter. Dieser Kasten da oben ist ja so damn hässlich, Bro. Außerdem bin ich ja gar nicht derjenige, der das anzündet. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich war gerade im Video schnell. Mein Strom ist aus. Ja, Leben in Kostüm ist auf jeden Fall geil, Digga. Keine Ahnung, was zurückkommt, aber ich denke mal, heute Abend werde ich wieder Strom haben. Also, Revi, zünde dich meine Toilette an! Oh, Bro. Oh, Bro, Petrit. Oh, Bro. Das Spiel ist natürlich jetzt in die Hände. Petrit hat gerade Stromausfall. Das ist sehr, 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 sehr stark. Wenn ich jetzt mich auf die Toilette als Skin draufsetze, sage ich mal, ne? Ja. Der auf die Toilette drauf, der die quasi benutzt, ja? Ja. Und aus meinem Hinterteil würde TNT rauskommen. Dann wäre das doch irgendwie lustig, weil es wäre ja sehr ironic, so. Verstehst du, was ich meine? Ganz schwieriges Thema. Das ist ein sehr kreativer Prank. Den man auch nicht abstrafen darf. Nein, den darf man nicht bestrafen. So einen kreativen Prank darf man nicht bestrafen. Das heißt, ich scheiß quasi einfach sein Klo voll und es explodiert deshalb. So wie so ein Böller in die Toilettenschüssel rein, dann platzt genau, das Porzellan. Genau. Why not? Also ist ja nicht seine Base, der das ja extra für dich, er hat das ja für dich dahin gebaut, also darfst du damit bestimmt auch machen, was genau du genau so will ich's hören, Spark. Du bist ein geiler Sau und bist eine geile Sau, bist du. Geil, ey. Okay, Leute, ich geh kurz farmen, Digga, let's go. Was? Ey, guck mal, Leute, das finde ich immer schön bei Minecraft. Liebe einfach. Einfach, wenn zwei Leute sich lieben, dann kann passieren, was will. Die leben ihr Leben, die sind einfach glücklich, Mann. Die sind einfach glücklich. Das freut mich so, dass die sich gefunden haben, wirklich. Das macht mich einfach glücklich. Das macht doch keiner. Der ist ja so asozial. Geil. Alter, Digga, dieser Revinter ist ja so hässlich geworden. Gitan, guck mal bitte. Komm mal schnell. Kann ich nicht. Den ich gerade über Petrits Klo gebaut habe, der sieht so scheiße aus. Der sieht so geil scheiße aus. Das bin nicht mal ich. Doch, du darfst ihn nur haben, wenn du einen Lakritz probierst. Das bin nicht mal ich. Das ist witzig, das ist funny. Das wollen wir nicht zuschauen. Das bin nicht mal ich, aber man kann es erkennen. So, und jetzt bauen wir die Schaltung, dass der das komplette Klo voller TNT kackt. Let's go. Ey, ich bin so smart, Alter. Hä? Okay. Ah, geil. Okay, geh nochmal drauf. Ja, auf die Druckplatte. Ja, okay. Spark, das funktioniert. Guck mal. Jetzt komm mal hoch zu mir, Spark. Wie kann man denn da hochklettern? Von außen? Hier an der Seite hier ist eine Leiter. Guck mal. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Das klappt. Das klappt auf jeden Fall. So, jetzt, also, jetzt sieht es halt gerade so aus, ne? Jetzt kann ich ja hier den Dispenser hinmachen, ne? Genau, der muss nach unten zeigen. Weiß ich, aber das löst er dann nur einmal aus. Ich will jetzt was spammen. Genau. Kannst du auch eine Glocke machen. Nehmen wir halt da eine Glocke reinbaust. Aber hier ist halt nicht viel Platz gerade, ne? Kann ich die nicht unten hinmachen? Ja, das würde auch gehen. Kannst du mir da helfen? Im Kopf wäre auch Platz, aber es macht wenig Sinn, das dann wieder runterzuführen, das Signal. Und Spark, da kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwas hingeschissen ist, was ich hier mache, oder? Das ist ein cooler Prank. Nö, das ist ein schönes Event. Ja, genau, es ist ein kleines ein Event, genau. Es ist ein Gathering, Community Project quasi schon, ja. Jeff Strobel, kannst du mir bitte gleich TNT farmen für die 2 Diamanten? Das fordere ich jetzt kurz ein. Ich brauche das zuerst. Du stehst mit deinen Bedürfnissen bitte hinten an, okay? Wie viel brauchst du denn? 30. 30? Bist du geisteskrank? Okay, guck mal, wo. Also pass auf, ich habe hier unten die Leitung, Spark. Siehst du ja, ne? Ganz simpel halt.
Also, dann machen wir einmal hier so. Also hier vorne wird das Signal hochgeleitet, ne? Genau, gut. Richtig, einfach mit Fackeln. Also die Technik müsste hier dazwischen in dem Bereich jetzt, ne? Wo? Genau, das war sie hier, hier so. Hier dazwischen, ja, genau. Reicht das auf Platz? Denkt daran, dass er die Glock nicht wegsprengen darf. Stimmt eigentlich, ne? Damit ja, das ganze TNT auch rausfällt. Ja, das ist die andere Sache, ne? Wenn das hier weggesprengt wird, dann hört es auf, aber dann ist das schon kaputt, ne? Aber das wird aber doch nicht alles weg sein. Ich glaube, es ist eine Obsidian-Platte. Ja, doch, also nach zwei, drei TNT ist hier unten weg, ne? Dann geht das Ding teilweise. Dann farbe ich ein bisschen Obsidian noch, oder? Du kannst auch Obsidian als unterste Schicht nehmen, sozusagen. Dann wird das die ganze Zeit runter. Dann bau das lieber noch eins tiefer, die ganze Technik. Verleg das nochmal nach eins unten, bitte, wenn du kannst. Okay. Dann hole ich kurz Obsidian, weißt du? Da brauche ich ja so aber trotzdem 20. auch nochmal, muss man ein bisschen mehr Redstone, brauche noch mehr Redstone-Fackel, um das halt nochmal nach oben zu leiten, aber jetzt mit Hand. Wie findest du meinen Doppel-Anus, den ich hab, Spark? Aber immer zwei Polöcher, guck mal. Ja, wenn eins zu wenig ist, dann eben zwei. Hier, ich gebe dir das Powerzeug, leg das alles zum Schluss rein, zusammen mit dem TNT. Ich resette dir das jetzt einmal. Pass mal auf, ich baue mal die Druckplatte ab. Die setzt du dann einfach zum Schluss hin, wenn du sie brauchst, ne? Die, warte mal. Geil! Die Druckplatte gebe ich dir auch. Ich mache alles scharf hier unten. Spark, Alter, mega geil. Das ist doch mal wirklich. Also da kann jetzt auch keiner sagen, unkreativ und so. Das ist richtig gut gemacht. Das haben wir richtig. Da bin ich voll dabei. Ist kreativ umgesetzt. Ja. Und der hat es ja eh nur gemacht, um mich zu triggern, ne? Richtig. Danke dir. Dann warten wir mal, wann der junge Mann kommt, ne? Schau mal hier. Hier ist die Druckplatte. Kannst du die platzieren? Okay, pass auf. Und ich mach um. Oh nein! Und du kannst die Druckplatte gleich nicht placen. Das TNT ist gleich drin, ne? Ja, ich mach 14 TNT. Denkst du, das reicht ja, ne? So, Leute. Der Hase hier wird gleich schießen. Das wird so geil, wenn es einfach da runter plumpst und das komplette Klo in die Luft jagt. So geil. Einfach runterspringt. Ins Wasser nach unten. Okay. Express. Ja. Max, du bist ein richtig starker Minecraft-Spieler, weißt du das? Petter ist online. Der Chat von dem Pet schon wieder. Oh nein, wie eklig, Mann! Mann, die ekligen, die schreiben alle hier rein. Revier TNT-Falle, nicht über die Druckplatte laufen, nicht über die TNT-Druckplatte, bla bla bla. Ey, wenn das nicht funktioniert, Spark, was machen wir? Was machen wir, wenn es nicht funktioniert? Das muss funktionieren. Das Einzige, was passieren kann, ist halt, dass das erste TNT schon die Leitung der Seite zerstört, dass da nicht so zu viel runterfällt, aber es explodieren wir jetzt auf jeden Fall. Ey, können wir Petter hier kurz Discord holen? Ich will den Schrei hören, Ey, es kann sein, dass mein Strom ausfällt, ne? Also ich will jetzt mein Strom aus. Ja, Digga, du weißt... Aber Bro, chillige Toilette, Petter, ich hab dir oben was draufgesetzt. Was? Wie? Komm mal her, komm mal zum Klo. Okay, wait. Er weiß es 100%. Du hast meine Insta-Stories on stream geguckt, weil ich halt auf einmal so Follower bekommen. Das passiert eigentlich nie bei mir. Ja, ich hab dich ein bisschen gepusht, Bro, weil ich cool fand, was du da gebaut hast. Ich hab jetzt so gemacht, Patrick. Ich hab das Klo jetzt, sag ich mal, ein bisschen verschönert. Digga, das ist meine Base. Das ist nicht nur einfach ein Klo. Das ist nicht deine Base. Digga, da steht Base von Patrick. Da sind meine Kisten, Diamanten, alles. Ja, dann warte mal, dann holen wir die mal lieber da raus, oder? Ich hab diese Toilette tatsächlich schon seit 3 Wochen vorbereitet auf dem zweiten Server. Du bist so unangenehm. Yeah. Okay, wo bist du gerade? Da hinten bist du, da. Warte mal ganz kurz, warum sind da so viele Spieler mit Full Netherite? Nee, komm her, komm. Was? Wir haben Überraschung für dich, Bro. Was ist das denn, Digga? Das bin ich. Bist du das? Ja, ja. Digga, das wird erstmal instant abgebaut. Ja, dann geh rein, mach weg. Warum? Mach das ist weg. Doch chillig. Mach. Nein, ich dachte, das ist halt passender. Ich habe deine Toilette reingemacht. Okay. Patrick, hast du Eier? Dann geh jetzt da rein, komm, geh da rein. Geh da rein und bau es ab. Trau dich, wir warten alle drauf. Wenn sollte ich sterben, dann. Oh, du bist schon vor weit, ich werde das alles springen. Das Ding ist. Ich muss, weil, guck mal, ihr könnt mich ja instant killen. Was denn? Das ist dein Haus, Bro, du wohnst da. Reaper, das ist der 5. Chill. Geh doch jetzt. Passiert doch gar nichts, Ey! Baby! Ja! Der krank in meine Toilette! Was war das? Geil, das hat wirklich funktioniert. Als ob du das gebaut hast. Yeah. Alter, im Maus, das kannst du nicht bauen. Spark doch. Und Phoenix hat das selbst gebaut. Nein, Spark. Warte, okay, ich fand's. Bro, das hat richtig gut geklappt. Da kamen drei, vier geile Würste kamen da raus, Bro. Nein, will ich dich nicht rumschreien. Wir sind gerade echt eine gemütliche Runde hier. Und lass alles es einfach, klar, okay? Ich zünd's jetzt an. Revi, hört doch auf. Revi, hör auf! Hör auf, Revi, bitte. Och nö, Revi! Bro, mein Haus ist abgefackelt. Als ob ich das jetzt nicht mache bei dir. Nein, ich kill. Stimmt, du hast Revis komplette Bude abgefackelt. Naja, es geht.